Wir schauen uns jetzt das Video von Bunker Humor an, nämlich Survival Martin am Ende, Seven vs. Wild Parodie mit Fritz Meinecke und Survival Martin. Haben wir uns im letzten Stream nämlich auch schon reingezogen, die Folge mit uns. Fanden das sehr, sehr witzig. Ja, überragend. Wollen es euch nicht vorenthalten und schauen mal jetzt, was der werte Herr Bunker Humor, ich kenne seinen richtigen Namen nicht, er war aber das letzte Mal mit bei uns im Chat. Ich glaube, er heißt so. Ja, der. Wirklich. Wie er Fritz und Martin auf die Schippe nimmt. Habe ich Bock drauf? Ich habe richtig Bock drauf. Wir gehen rein. Lol, das war neu. Ja, klar. Nicht schlecht schon mal. Sehr gut. Geil, es geht los, Freunde. Seven vs. Wild. Aha. Das ist Scheiße. Mann, ihn erstmal direkt tot. Bei der Ankunft. Fuck. Lol. Ich predikte schon mal vorher, ist absoluter Müll. Es ist einfach scheiße, Punkt. Mein Körper, ui, ist in so einem Matsch-Modus. Komm gleich zum Anfang. Safe, wenn es jetzt aus dem Busch springt. Ich hab Angst, dass mir die Popatze wegbrennt. Oh. Da. Ah. Sorry, Fritz. Was passiert hier? Okay. Das wollte ich nicht. Also, wir haben in den ersten 3 Minuten eine Schnittwunde, Körperverletzung und einen kaputten Topf. Das wird so dargestellt, als hätte ich übermäßige Gewalt angewandt. Das war nur so ein... Das war nicht dolle. Hä? Mann, wir machen kurz einen Reset. Ja. So, und jetzt gehen wir neu rein. Let's go! Stark. Als hätte ich es gerochen, das Thema. Alter, was ist das für ein fresher Bart? Junge hier auf Zwibbeli. Oh yeah. Muss ich kurz reingrätschen. Muss ich ganz ehrlich gestehen, finde ich kacke. Also, meine Meinung. Fritz Bart ist ein bisschen kurz, ne? Der hat ja ein bisschen mehr hier unten eigentlich. Naja. Und Martins Haare sind ein bisschen zu lang. Naja. Oh, hör auf! Hör auf damit, das geht nicht gut. Oh! Sorry, dass ich lache. Der kleine Psychopath. Na, 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 na. Lass uns anstatt Junkfood was Gesundes zu uns nehmen. Hä? Let's go, der Hase. Fuck. Oh Mann, ey. Alter. Dieser Pisser. Ja, ja, so ist das. Jäger und Sammler. Boah, Alter. Sag nein zu Junkfood und ja zu Blut. Ich glaube, wir sehen... Wer weiß, was da eigentlich gekommen ist. Oh Mann, ey. Was ist mit Hasi nicht hier in Ordnung? Irgendwas stimmt mit Hasi nicht, ne? Ich bin jetzt hier mal den aus einer ganz, ganz anderen Sichtweise. Ich habe ein bisschen Angst. Fuck. Aber das kann ja wirklich jetzt keiner mehr essen dann, ne? Sei, ich muss du hast gerade... keine Ahnung, wirklich, du hast keine Ahnung. Ich koche es immer so. Ey, wie sehr mich die
Kontexte, das wie, also aus welchen Videos das gezogen wurden, ey. Oh Gott. Ich weiß nicht, so. Es schmeckt hervorragend. Hat es euch nicht geschmeckt? Ey, Martin, Alter! Die sich die ganze Zeit kloppen. Was ist denn hinter das? Die sich die ganze Zeit aus dem Maul hauen? Ja, muss sein. Das nächste Mal bei Fritz und Martin vs. Wild. Martin stört laufend. Nö, mag nicht. Mach deinen Scheiß alleine. Ich fand's ein bisschen schwierig. Leute, das macht mit den Herr Meinecke keinen Sinn. Oh Gott. Geil. Stark. Wobei ich sagen muss, ich fand unsere Folge besser. Fand ja, lustiger. Stimmt, ja. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, guckt da auf jeden Fall auch mal rein. Also, aber die Folge war trotzdem gut. Ja, also. Die war. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Ich find's ja immer noch krank, was da für eine Arbeit drin steckt. Allerdings. Das ist ja also, völlig krass. Ja. Oh Mann. Aber finde ich gut, dass der Vibe ist, dass die sich die ganze Zeit kloppen. Finde ich gut! Ich glaube, das könnte aber auch so vor Ort. Also, die kloppen sich nicht, aber ich glaube schon, dass die sich ordentlich gängeln werden die ganze Zeit. Ja. Ich meine, das siehst du ja immer bei diesen Hold the Line Videos. Oder bei den Hold the Line Videos hast du es ja mal ganz gut gesehen. Ja. Das wird schon. Aber so richtig gängeln tun die sich da nicht. Ja, eigentlich Martin kotzt halt ab aus, genau. Und rastet aus und Fritz versucht das irgendwie mitzuschleifen. Ja. Schaut auf jeden Fall mal bei Bunkerhumor rein. Haben wir ja letztes Mal schon gesagt, er war auch im Stream großartig. Hau gerne mehr raus. Wir wissen, dass es viel Arbeit ist, aber hau gerne hier richtig rauspumpen.